Naja, das sieht nicht gut aus. So. Hier mal eine hin. Dann da oben noch eine hin. Ja, ich glaube, das reicht. Und dann noch ein Platz hier da. Ein Platz für Kisten. Und da schmeiße ich jetzt alles rein. Nee, das brauche ich noch für diese Inneneinrichtung. Das brauche ich auch noch. Das kann alles weg hier. Okay. Und dann sortiere ich das wieder ein, wie es so hingehört. Aber das haben wir schon. Alles schon erledigt. Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, geht's wieder zurück in den Weinkeller. Jaja, ihr Zombies hier. Geistet hier mal durch die Gegend. Solange da unten keiner ist. So, Tür zu. Okay, da sind wir wieder. Dann brauche ich dies hier und... ach ja, die restlichen Ziegel, da hatten wir ja keine mehr. Gut, dann mache ich jetzt erstmal hier das da. So, einmal so kreuz und quer. Oh, am Boden kann auch ein bisschen was. So. Da geht schon ordentlich was weg hier. Aber ich denke mal so, reicht das. Muss ja nicht überall was sein. Soll ja nur so ein bisschen so zur Ziele sein. So, dann müssen wir also nochmal zum... Moment mal, ich wollte doch hier... Und das mache ich jetzt auch. Sonst vergesse ich es wieder. Da oben, hier, einen Wegpunkt anlegen. Hinzufügen. Weinkeller. So. Der Weinkeller. Bestätigen. Der ist jetzt natürlich wieder da ganz unten. Und den kann ich ja wieder wegmachen, dann, wenn wir hier fertig sind. Soll ich... Ja, den lasse ich jetzt mal da unten. So. Kann ich ja mit meinem tollen Programm wieder da dran gehen und das machen. Jetzt aber erstmal ins Lager. Und die riesigen Ziegel holen. So, da sind alle durch. Da sind auch alle durch. Die anderen lasse ich jetzt erstmal hier drin. So. Hätten wir... Ja genau, das sind die Steinziegel. So. Die rissigen Steinziegel. So wollte ich sagen. So, zurück zum Weinkeller. Jo, funktioniert. Ja, da muss ich jetzt einfach mal so an ein paar Stellen... Was? Natürlich da, wo die Fackel ist, klar. Geht ja nicht anders. Musste ja so sein. So. So, mal hier und da, da an der Ecke. Komm, dann machen wir mal die ganze Ecke so. Ja, das war jetzt nicht so gut, aber egal. Dann soll da eben einer hin. Nee, den lass ich jetzt da. Ah, die Säule auch mal. So, reicht das jetzt so? Ich fülle mal die Lücken alle auf jetzt hier. Und dann schauen wir mal, ob das reicht. Und dann wäre der Raum hier auch schon fertig, was den Rohbau anbelangt. So, das war alles hier. Da noch was. Da ist noch was. Dann hatten wir hier noch was, genau. Da oben habe ich was übersehen. Okay, ich glaube, da hinten war alles dann. Ach ja, genau, hier war ja auch noch was. Da noch und da oben, genau. Hier, da ist noch eine Lücke und da auch noch. Ja, doch, ich würde sagen, das reicht so. Ja.
Das reicht so. Und wenn mir das dann doch nicht so gefällt, kann ich ja immer noch was machen. Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, dann ich setze da zur Sicherheit nochmal eine Fackel dahin. Die kommt dann ja wieder weg irgendwann. Okay, haben wir den auch fertig hier, diesen Raum. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir gleich hier weitermachen. Komm, wir machen jetzt noch den Raum hier. Und später dann noch die beiden hier, die dann da so über Eck dann noch zusammenhängen sollen. Oder wollen wir... Nee, komm, ich mache erst den hier. Das werde ich schon nicht vergessen. Ach ja, der soll ja auch weg. Da soll... Jetzt habe ich nur die Ristik. Nee, doch, da habe ich noch welche. Das war ja auch wieder Ristiger. Hallo, ich will ganze haben. Hier, diese da. Dieses Gespenst nervt. Naja, es ist ja schon Tag. So, also nochmal. 1, 2, 3 tief. Ja, jetzt brauche ich erstmal Platz zur Seite hin. Ach ja, genau, und Fackel. Damit ich erstmal so ein bisschen was sehe. Eine 5er Breite genügt. Also gut, dann werden wir... Ja doch, 5er Breite war das, genau. So, aber die Treppen habe ich natürlich jetzt nicht mit. Naja, egal. Wie tief mache ich den jetzt? Der muss jetzt auch nicht besonders tief sein. Ungefähr so wie die anderen. Und ja, da werden wir nicht mehr dazukommen, nochmal ein weiteres Zimmer einzurechnen oder eine weitere Wohnung. Ja, es ist eigentlich nur ein Zimmer. Ja, das macht aber nichts. Aber ich würde gerne diesen Raum hier noch fertig machen. Mit allem drum und dran. Ob ich das schaffe? Bis zum Ende der Folge, beziehungsweise bis zum Ende der Aufnahme. Ich glaub's eher nicht. Oh, guck mal. Da ist ja unser Nachbar. Reicht das hier? Ja, komm, eine Schicht machen wir noch weg. So. Ich würde sagen, das reicht hier von der Größe her. Dann brauche ich mal Treppen hier. Diese Rissigen können erstmal wieder weg. Das hier auch. Ebenso dieses hier. Und auch das hier. So, okay. Dann will ich mal eine Treppe setzen. Jetzt habe ich da immer noch Ristige. Oder schon wieder, oder wie auch immer. Naja, egal. Ach ja, stimmt, genau. Und da muss jetzt hier noch sowas hin. Genau, dann hätten wir das hier schon mal. Muss ja nur die Decke noch ein bisschen wegmachen. So, okay. Und jetzt, das hier? War das richtig? Ja, doch. Sieht so aus. Okay, dann mache ich den Eingangsbereich erst nochmal. Ah, ich bin mir immer noch unsicher, ob ich das noch schaffe. Wir werden es ja sehen. Ich mache einfach mal weiter. Und ein bisschen überziehen kann ich ja sowieso. Und wenn wir nicht ganz fertig werden, ja, dann... Dann eben nicht. Also ich will wirklich nur ein bisschen überziehen. So. Das da, okay. Dann sollte das hier erstmal hier soweit sein. Okay. Ja, Decke ist dann wieder in der Sache für sich. Ach guck mal, der Raum ist ja gar nicht so groß. Was denn? Wie denn? Wo denn? Ach so, ja doch. Komm, dann mache ich jetzt, bevor ich hier noch Fackeln hinsetze, mache ich doch erstmal den Boden. Und da kann ich nämlich getrost auf den Boden Fackeln setzen. Und dann muss ich damit mich nicht mehr rumärgern. Ja, da fällt wieder jede Menge Bruchstein an, ne? Ihr habt da schon zu viel.
Wo soll ich denn hin mit dem ganzen Bruchstein? Na gut, in die Kisten natürlich. Kann man den Bruchstein... Ja doch, den kann man brennen zu Glattstein. Okay, das ist ja immerhin mal etwas. Und den Glattstein kann man dann wieder zu solchen Ziegeln hier machen. Ja, aber ich glaube, das ist auch schon alles, was man dann aus diesem Bruchstein machen kann. Also natürlich Treppen noch und so weiter. Und also alles der Reihe nach, was man da sonst noch so draus machen kann. Aber ja, das ist irgendwie auch nicht so viel. So Energiegewinnung lässt es sich wohl... Ah, doch, eventuell mit der Industrial Mod. Ja, doch, das könnte sein, dass man da... Ich kenne mich ja mit dieser Mod jetzt nicht so genau aus. Da gibt es noch viel mehr als das, was wir bislang gemacht haben. Das interessiert mich nur nicht alles so wirklich. Und da gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man, ich glaube, irgendwie so Antimaterie herstellt und damit dann... Ich mache die noch ein bisschen tiefer. So, um 3. Dass man da Antimaterie herstellt oder irgendwas und das dann als Energiequelle nutzt. Aber, ja. Und also dabei kann man eventuell dann, alles, was man da so hat an Material und Blöcken und so weiter, verwenden. Aber damit kenne ich mich nicht aus. Also vielleicht stimmt das auch gar nicht, was ich da gerade erzählt habe. Ja, das kann sein. Ich weiß es eben nicht. Vielleicht kümmere ich mich da nochmal drum, aber naja, vielleicht. Ja, da war ja noch eine Wand. Aber vielleicht auch nicht. So, naja, also wir werden wohl nicht mehr fertig mit dem Raum so ganz komplett. Zumal die Decke ja auch noch gemacht werden muss. Habe ich jetzt kein... Oh, jetzt habe ich keine mehr. Na, dann hole ich eben noch welche. Ich hoffe, dass noch welche da sind. Ja, doch, hier. Das sind alles Rissige hier. Okay. Ja, aber das dürfte jetzt erstmal genügen. So, okay. Ja, dann geht's doch gleich nochmal. Komm, die Decke, die kriegen wir noch hin. Zeit ist jetzt eigentlich schon abgelaufen. Ja, ist abgelaufen. Aber mit der Decke noch ein bisschen überziehen. Und das Mooszeug und so weiter, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann müssen wir auch wieder ein paar Wohnungen einrichten. Und ich kann da mal so zwischendurch, das habe ich mir auch so gedacht, so mal als Lückenfüller noch mal kurz in den Irrgarten gehen. Das wollte ich eigentlich von Anfang an schon machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob in dieser Aufnahme, ja doch, ich meine schon, in dieser Aufnahme, naja, egal, noch diese restliche Hecke da hinsetzen. Da in der Mitte, das war... Oh, Moment, verkehrt. Das war ja nicht so viel. Naja, egal. Kommt noch irgendwann. Eilt ja nicht. Ne, das war mir einer zu viel. Jetzt muss ich aufpassen. Da... da muss ich das... lassen hier. So. Ja, doch, genau, einfach so. Ja, passt alles. Genauso soll es sein. So, und der wieder weg hier. Ja, das wäre die Decke. Jetzt muss ich nur noch diesen Rand hier machen. Und dann haben wir, ja gut, den Raum noch ein bisschen hier, na, mit dem Mooszeug und so weiter. Machen und dann noch die zwei anderen. Ja, ja, okay. Wir haben noch ein bisschen zu tun, aber wir haben auch schon einiges geschafft hier. Und dann natürlich noch einrichten. Ja, das ist klar, aber das kommt ja noch. So. Ja, ein bisschen rissig und so weiter ist das noch. Obwohl, komm jetzt. So viel Zeit dauert das jetzt auch nicht. Ich hau da noch mal ein bisschen was raus hier. Das geht doch jetzt schnell hier. Ach, da war ja noch einer. Da auch. Okay. So. So.
Dann haben wir hier noch was, da noch was, dann noch ein bisschen Dingsbums dran und dann ist der Raum komplett fertig. Also alles Rohbau aus der Einrichtung natürlich. So, da war noch was. Boah, da in der Rückwand muss aber auch noch was hin. Okay, noch ein bisschen Dings holen. Ich kann den Rest hier schon mal da reinschmeißen. Ja, so, zack, zack, zack. Und das da. Und ausleeren kann ich auch nochmal. Aber das kann ich ja nach der Aufnahme machen dann. So. Das ging. Ja, genau. Das ging eben nicht. Ja, richtig. So. Reicht. Ist gut so. Das ist wieder weg. Ja, gut. Dann will ich jetzt gar nicht mehr lange rumfackeln hier. Eben noch kurz resümieren. Die Kiste kann ich gleich ausleeren. Da sieht alles gut aus, genau. Ja, guck mal hier. Und schon ist die Kiste wieder halb voll nur. Den Rest lasse ich einfach nochmal. Ah, die Erde kann ich mal... Ja, nee, ich lasse sie nochmal da. Vielleicht brauche ich die nochmal. Okay, ja, dann also Schluss mit der Aufnahme. Ich werde also jetzt nochmal eben diese Sachen wegräumen und dann will ich mich nach der Aufnahme nochmal mit diesem Kalkulator-Dingsbums da beschäftigen. Hiermit, ich kann das gleich mal hier reinpacken, hier so, was ich da dran denke. Und dann mal schauen, was draus wird und dann werde ich in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge dann davon berichten, was draus geworden ist, wenn ich es nicht vergesse. Vielleicht ist das dann irgendwie schon besser und dann können wir gleich im Ganzen sehen, wie der Rotor gemacht wird. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen mehr auch. So, jetzt ist aber Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.